Ein paar ganz kurze Worte. Jetzt nach der Passion, ich stelle mich da ein bisschen weg von diesem unglaublichen Ereignis. Ihr habt sicher viele schon diese Passion von Mel Gibson gesehen. Und seitdem ich die gesehen habe, muss ich sagen, wird mir immer ganz anders, wenn ich diese Passion lese. Was für eine Brutalität, das wirklich war, so eine Kreuzigung. Also ich habe es nie wieder geschafft, sie noch einmal anzuschauen, weil Jesus liegt am Boden und die hören nicht auf zu schlagen, ihn zu treten, ihn zu zerren. Und du willst nur mehr schreien, hört auf damit. Und sie hören nicht auf. Und Jesus lässt das mit sich tun. Und darum trete ich zurück von dieser Stelle im Evangelium, von dieser großen Liebestat Jesu. Wenn wir hier stehen vor dieser Liebestat Jesu, der für uns so Schreckliches auf sich genommen hat, damit er uns erlöst und errettet, uns die Liebe Gottes zeigt, offenbart, die nie endet, die sich nicht einmal durchkreuzen lässt durch das Kreuz, das die Menschen Gott bereiten. Da fragt sich für mich, wo stehe ich? Ich hatte ein Taufgespräch und der Vater, die haben schon ist schon das zweite Kind, und dann waren wir bei Namen und bei Namenspatron, und dann hat er gesagt, hoffentlich gibt es da einen Patron, der kein Märtyrer ist. Wir haben meinen ersten Sohn schon sehr lange gesucht, bis wir einen Namenspatronen passenden gehabt haben, der kein Märtyrer ist. Ja, wir wollen schon nicht einmal einen Namenspatron, der Märtyrer ist. Und wir wollen aber Jesus nachfolgen, der das ganze Leid auf sich genommen hat, der all diese Schläge, all diese Martern auf sich genommen hat. Ja, beim Martyrium, bei dem, wenn es darum geht, sich das wirklich was kosten zu lassen, mit Jesus unterwegs zu sein, sind wir wahrscheinlich nicht alle schnell bereit zu sagen, hier bin ich und es darf ruhig ein bisschen mehr sein, sondern eher, naja, ein bisschen weniger wäre mir auch lieb. Ich will mich da nicht ausnehmen. Also ich muss sagen, ja, also ich komme immer wieder drauf, dass ich auch immer wieder mal kneife und mir denke, ah, das kostet mir jetzt zu viel Überwindung oder so, ja. Da geht es mir vielleicht so wie dem Petrus, der am Anfang, ja, keine Frage, ich bin der, der immer zu dir hält, und dann ist er derjenige, der Jesus verrät. Aber er ist nicht die einzige Person, die uns begegnet in dieser Passionsgeschichte. Es begegnet uns dieser Josef von Arimathea, der im Geheimen ein Jünger Jesu ist, der dann halt hervorkommt. Die Jünger, der eine, der gleich dreinschlagt, das erleben wir vielleicht auch, wenn man sozusagen Jesu gefährdet wird, dann wird man auch gleich gern dreinschlagen. Es gibt auch immer wieder diese Gefährdung. Wir haben die Frauen, die in der Nähe bleiben, die alles beobachten. Es sind sehr viele Personen hier in der Passion. Ich glaube, es gibt immer wieder Lebensphasen, wo man sich selber entdecken kann in der Passion. Welche Person in der Passion bin ich gerade jetzt oder im Alltag in 14 Tagen? Ich möchte euch heute einladen, euch einfach wirklich bewusst unter das Kreuz zu stellen und zu überlegen, wo stehe ich in der Passion?
Welche Person bin ich? Und damit es ein bisschen leichter geht, habe ich den Spiegel. So kann ich aufs Kreuz schauen und sehe mich unter dem Kreuz stehen und kann sagen, Jesus, wo bin ich? Wo willst du mich haben? Es wird nicht immer der Platz sein, den wir uns so großartig vorstellen, den wir gern hätten, so wie der Petrus, dass wir uns einfach selbst überschätzen und Jesus uns zeigt, wo wir wirklich stehen. Aber ich glaube, heute soll man nicht da stehen bleiben, wo stehen wir, und dass wir es nicht immer wieder schaffen, wirklich fest an Jesus zu halten, es uns auch was kosten zu lassen, sondern wir haben heute die Lobpreismesse. Und wir haben in der Lesung heute eine ganz wunderbare Lesung. Und die passt heute zu dem Gottesdienst, den wir feiern, wunderbar. Es ist dieser Philipper-Hymnus, der das Lob Gottes spricht und ein ganz großes Bekenntnis zu dem, was Jesus für uns getan hat. So möchte ich diese Lesung noch einmal zum Abschluss lesen, dass wir uns damit unter das Kreuz stehen, mit dem Lob Gottes und seinem Bekenntnis an Jesus Christus, der für uns alles gegeben hat, damit wir das Leben haben in Fülle. Christus Jesus war Gott gleich, hielt aber nicht daran fest, wie Gott zu sein, sondern entäußerte sich und wurde wie ein Sklave und dem Menschen gleich. Sein Leben war das eines Menschen. Er erniedrigte sich und war gehorsam bis zum Tod am Kreuz. Darum hat ihn Gott über alle erhöht und ihm den Namen verliehen, der größer ist als alle Namen, damit alle im Himmel, auf der Erde und unter der Erde ihre Knie beugen vor dem Namen Jesu und jeder Mund bekennt: Jesus Christus ist der Herr, zur Ehre Gottes, des Vaters. Amen.